Hallo Kinder, heute zeigen wir euch, wie ihr neues Seifenblasenwasser herstellen könnt, wenn eures mal ausgegangen ist. Ihr braucht 900 ml kaltes Wasser, 60 ml Spülmittel, Kleisterpulver, einen Teelöffel, eine Schüssel, ein Schneebesen und ein Messbecher. Zuerst gießt ihr das Wasser in die Schüssel. Als nächstes gebt ihr einen Teelöffel Kleisterpulver dazu. Und zu guter Letzt noch 60 ml Spülmittel. Nun alles gut verrühren, bis sich alles gut aufgelöst hat. Jetzt müsst ihr nur noch 24 Stunden warten. Und dann habt ihr euer eigenes Seifenblasenwasser. Viel Spaß!